Der Ritter des Eises. Hier als Hofkarte ein Kampfgefährte. Dies mag, nun ja, in einigen Kreisen ist es eher der Meuchler, in anderen Kreisen wiederum der Golgarit und damit eine ganz andere Bezeichnung, wie man diese Karte bedeutet. Vielleicht ein kaltblütiger Kämpfer. Ich würde ihn allerdings deuten als Schützen. Ein Begleiter, der euch als Schwert zur Verfügung steht. Und damit blickt er auf und schaut wieder immer in die Augen. Ja, gut. Nein. Wir sind ja wirklich Leute, die zusammen rumlaufen. Das klingt sehr realistisch. Wow. Sehr freundschaftlich, Ömer. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Wir sind Leute, die haben zusammen Möglichkeiten. rumlaufen. Wenn es eines gibt, dessen ich gewiss sein kann, dann sind es meine Kameraden. Ansonsten würde ich ihnen nicht mein Leben anvertrauen. Dann besehen wir doch einmal euer Schild. Und ich drehe die Karte um. Fünf des Feuers. Feuersbrunst, Fieberkrankheiten und feurige Schadenszauberei. Wieder einmal das Fieber. Dies zeigt eure inneren Kräfte an. Ich vermute nicht, dass ihr mit einer Feuersbrunst in eurem Inneren kämpft oder der feurigen Schadenszauberei mächtig seid. Von daher würde ich eher sagen, Tanzwut. Vielleicht könnt ihr aber auch eure Karte mit den anderen Bäumen und der Jahreskarte von Ömer verbinden und könnt diesem Fieber auf den Grund gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Behaltet dies auf alle Fälle im Auge. Vergesst es nicht. Das werde ich nicht. Mal sehen, wie es weitergeht. Die nächste Karte, das Tor. Das Tor, was dich hindert. Die Händlerin, ein genaues Maß, die gerechte Verteilung, ein ehrlicher Handel, aber auch die Pingeligkeit und der Geiz. Seid ihr geizig? Nun, es ist etwas, das mir antrainiert wurde. Dann ist dies vielleicht eine Möglichkeit, dieses Tor relativ schnell einzutreten. Aber vielleicht kann euch die Karte, die als nächstes folgt, dabei helfen. Wollen wir es hoffen? Sechs des Wassers. Normalerweise ein Delfin, der sich über dem Wasser hält, auf dem Wasser hält. Eine langsame Veränderung. Wenn ihr auf eine langsame Veränderung eingeht und diesen Geiz abbaut, dann könnt ihr relativ bald am Scheideweg stehen. Der stetige Wandel ist Zars Wille. Es wird kommen. Es wird geschehen. Dann schauen wir doch einmal, wie euer Scheideweg aussieht. Die nächste Karte. Die Wandlung. Hesinde. Göttin der Alchemie und der elementaren Wandlungen, die bildenden Künste, die magische Analyse, alle göttliche Magie, altes Wissen, Archive, Bibliotheken, Elixiere und Zaubertränke. Dies ist also der Scheideweg, der zentrale Konflikt, den der Fragende auflösen muss, um zu den drei Antwortmöglichkeiten zu gelangen. Hesinde wird helfen. Stoßt das Tor ein und seht, wie es weitergeht. Mit dem geraden, dem rechten oder dem linken Weg. Ich war noch nie wirklich jemand, der dem Weg gefolgt ist, der mir aufgelegt wurde. Und auch wenn ich gerne mit dem Kopf durch die Wand gehe, vielleicht ist es nicht das, was ich tun sollte. Ich wähle den linken Weg. Ebenso der linke. Damit löscht er die anderen Karten wieder zurück in den Stapel, mischt sie rein und hier bleiben nur noch zwei Karten zurück. Die alternative Lösung. Du kannst die Karte Drehe ich erst umdrehen und um. das ist der Bettler. Armut, Mein Blick war körperliche noch sofort zu Ömer. Versehrtheit. Armut, körperliche Versehrtheit, Blindheit, allerdings auch Sippenlosigkeit. Vielleicht müsst ihr euch von eurer Familie trennen.
Es bezeichnet aber auch dunkle Teile der Stadt oder Mildtätigkeit. Auch das wäre wieder in Kombination mit dem Geiz sehr sinnvoll. Es könnte die Gnade sein, aber auch in einer dunklen Variante die Erpressung. Der verschlungene Pfad, wie gesagt. Was ihr aus diesem verschlungenen Pfad macht, wieder euch überlassen. Verstehe. Wollen wir sehen, wohin es uns führt? Ich drehe die letzte Karte um. Die Fruchtbarkeit. Die Göttin Pareine, Schutzpatronin der Heilkunst. Der Fruchtbarkeit, reiche Ernten, Kindersegen, baldige Genesung, Schwangerschaft und die Herde und das Vieh. Ich denke, ich kann mir denken, wohin das führt. Ich danke euch. Auf dem direkten Pfade würde ich natürlich sagen, dass dies vielleicht so etwas wie die Vaterschaft für euch bedeuten mag. Gerade als Rayani wäre das natürlich möglich. Aber bedenkt, wir haben den verschlungenen Pfad gewählt und nicht den direkten. Denkt vielleicht einmal um die Ecke. Das nur als Tipp für die Bedeutung dieser Karte. Ich werde es versuchen. Also gut. Mit diesen Bäumen kann ich euch alleine lassen und hoffe, dass ihr eure Jahreskarten auflöst und dass die Bäume euch Glück bringen. Ja, ich deute ihm gegenüber eine Verbeugung an, lächel, drehe mich jetzt zu den anderen um. Nun, Glück können wir wohl alle brauchen. Kann man nie genug haben, das stimmt. Aber hat denn jetzt irgendjemand den Zwergen hier gesehen? Der muss doch hier irgendwo sein. Wollen wir ihn suchen? Ich kann jetzt sicher einen Drink vertragen. Ja. Sucht nach Bierständen, da ist er bestimmt. Glaubt ihr ernsthaft, der trinkt das Bier, das hier ausgeschenkt wird? Sucht nach Bierfässern. Vielleicht besser. Der Spur. Vielleicht besser, ja. Folgen wir der Spur leerer Fässer. Spur leerer Fässer. Das ist ein guter Plan. Mann, wir finden ein volles, ich habe irgendwie Durst. Gut, ja. Möchtet ihr noch ein paar, ja, wichtige Leute kennenlernen, sich weiter mit denen unterhalten, irgendwelche wichtigen Ansprachen noch, bevor es dann, bevor wir den nächsten Tag schreiben? Eigentlich müsste ich ja Ludolf anhauen, was das Fahren angeht. Ich hatte das auf dem Fest vor, aber ich habe total verpeilt, dass das nach dem Rennen sein sollte. Ich würde auch gerne was machen noch. Mhm. Und zwar nachdem, eine halbe Stunde etwa, oder zwei Minuten, nachdem die alle zum Fest gegangen sind, würde ich mich in dunklen Klamotten, wasserfeste Kleidung, nicht mich nach draußen begeben auf die Straße, nach einer Kutsche winken. Und mich zur Gaststätte Garethien bringen lassen. Und zwar ist die hier auf der Guard-Karte, sieht man nicht, gell? Da? Schlossviertel? Was möchtest du da tun? Ich möchte gern Lumin von Arivor treffen, den ehemaligen Botschafter des Horasreiches. So. Also ich hoffe ihn da zu finden. Lumin von Arivor. Du hast selbstverständlich Korrespondenz im Vorfeld mit ihm ausgetauscht? Sicher. Dann wirst du dort einer stillen Ecke, natürlich mit ein paar Wänden abgetrennt, die dann dir vor allem Sichtschutz bieten, nicht unbedingt Gehörschutz. Also du könntest von der anderen Seite dann eben auch belauscht werden. Das sollte dir natürlich klar sein, aber Sichtschutz gibt es vor allem, sodass du dann dort in einer der Ecken warten kannst, bis er dann ebenso kommt. Ich würde draußen die Kutsche warten lassen. Wie gesagt, in diese Gaststätte hineingehen. Ich hoffe, ich erkenne ihn. Oder ein Merkmal ausmacht, keine Ahnung. Eine gelbe Nelke am Revier, keine Ahnung.
oder etwas ähnliches, mich dann zu mir hinbegeben und mich erst verfolgen. Ah, Euer Exzellenz. Gestattet mich vorstelle, Abimir Yamorinus. Wir hatten geschrieben einander. Ja. Verzeiht, dass ich Gesellschaft mitgebracht habe, aber der Magister hatte einiges Interesse daran, dass er mich begleitet. Du kannst neben ihm in den Schatten sitzen sehen, deinen ehemaligen, ja, beziehungsweise immer noch, deine ehemalige Spektabilität. Ah, Spektabilität Gerano. Meine Ehre, ich verbeug mich tief. Adeptus. Vielleicht sollten wir uns nicht in dieser Umgebung unterhalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Herberge Ohren hat. Bin ich ganz sicher. Ich meine, ich habe draußen eine Kutsche. Vielleicht sollten wir eine kleine Rundfahrt machen. Sicher. Ich bin mir sicher, dass drei verschiedene Familien aus Alanfa zuhören und zwei verschiedene aus Garad. Und damit könnt ihr, nachdem die beiden ihre doch sehr kleine Zeche bezahlt haben, nach draußen treten und in die Kutsche steigen. Ja. Nun, dies ist für euch gedacht. Ich überreiche halt Lumin von Arivo in so eine kleine Ledermappe, in der mehrere Berichte sind. Ich hoffe, ihr habt die richtigen Ansprechpartner. Ihr wisst schon, wen ich meine. Selbstverständlich. Vielleicht. Adeptus, ich bin etwas besorgt über euren gar plötzlichen Aufbruch in das Alanfanische Königreich. Nun ja, dies hatte zwei Ziele zum Zwecke. Über die Ziele bin ich mir natürlich im Klaren. Und selbstverständlich hat mir auch Spektabilität Grano erzählt, was der eigentliche Grund war. Doch sollten wir nicht unter dem Radar bleiben? Der Austritt aus der Weißen Gilde ist noch nicht offiziell. Und wenn jetzt nach und nach ein jeder rausgeworfen wird, ohne dass dies bereits in die rechten Bahnen gelenkt worden ist, dann ist das doch besorgniserregend, vor allem für einen Agenten, nicht wahr? Nun ja, ich erhoffte mir, dass ich die Aufmerksamkeit der Gilde auf mich richten ließe, damit nun ja andere Personen etwas aus dem Schussfeld geraten. Das ist gelungen. Und zusätzlich dient es meiner persönlichen Befreiung, könnte man sagen, von den Fesseln der Weißen Gilde. Es bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die Schwarze Gilde zu beobachten. Ich denke, in der näheren Zukunft geraten die Dinge in Bewegung. Die Aufmerksamkeit der Schwarzen Gilde ist euch nun natürlich relativ bewusst. Ihr werdet also beobachtet, werdet vielleicht auch demnächst angeworben. Dennoch hätte ich es vorgezogen, wenn wir dies gemeinsam vollführen. Es mag zwar sein, dass Zornbrecht Lomarion, der sich zu diesem Zeitpunkt auch schon in der Stadt aufhält und auch morgen bei euch geladen sein wird, euch hoch schätzt und sicherlich morgen einige Angebote machen wird. Allerdings beobachtet euch die Weiße Gilde nun ebenso. Und ich hatte nicht vor, mich auf seine Gefälligkeit einzugehen, aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Gelegenheit. Seine Reaktion abzuwarten. Er ist ein hervorragender Diplomat. Welche Reaktion glaubt ihr denn, sollte ein Alanfaner außer Falschheit zutage treten? Mich würde interessieren, wenn die Dinge in den Schwarzen Landen in Bewegung geraten, auf welche Seite er sich schlägt. Ich bin mir nicht sicher, bei dem letzten Konflikt mit dem Sphärenschänder, ob Al-Anfa wirklich auf der richtigen Seite stand. Sie entsendeten zwar ein Kontingent, aber
Nun, dies war ja doch klein gehalten, nicht wahr? Klein gehalten und doch etwas zu spät. Zudem hat er mit beunruhigender Schnelligkeit die Sprüche deborbaranidianisiert. Man fragt sich, wie er das geschafft hatte. Hatte er Hilfe? Der Pfad von Al-Anfa wird sich offenbaren. Ebenso wie euer Weg. Ich bin sehr gespannt auf die Berichte, die ihr dann zu dem morgigen Ereignis schreiben werdet. Zudem sind zwei hohe Al-Anfaner. Nun ja, einer ist hoch vom hohen Range und einer ist von der Basaltfaust in meiner persönlichen Umgebung. Ich frage mich, was sie über Al-Anfa und seine Ränke wissen. Ich werde das genau beobachten. Die kurzen Zusammenfassungen, die ihr aus dem Dschungel abgeschickt habt, die habe ich bereits gelesen. Zusammen mit diesem Rafim war der Name, nicht wahr? Genau. Vor allem würde uns interessieren, wie Kiaras Karinor in nächster Zukunft vorgeht, und auch die Bewegung der Fräulein von Spogelsen würde uns interessieren. Und ich werde sie genau im Auge halten und dementsprechend euch berichten. Die Machenschaften dieses Ritters interessieren uns kein bisschen. Und vor allen Dingen frage ich mich, was diese Alara Paligan, eine weitere Anfahnerin, sich hier herumtreibt und Ränke für Alanfa spinnt. Das tut sie schon viel zu lange, und dabei ist doch vor allem beachtlich, dass sie dies ohne einen wirklichen Zeitverlust tut und seit beunruhigend langer Zeit in ihrer hervorragenden Gesundheit zu schweben scheint. Vielleicht ist doch sie, ähnlich wie ihr Enkel, von Boron gesegnet. Oder von anderen Mächten. Aber über die Kaiserin-Witwe müsst ihr euch nicht sorgen. Als Agent seid ihr weiterhin Spogelsen und auch Karinor zugeteilt. Ich werde mein Bestes geben. Immerhin habt ihr das Vertrauen von ihnen erlangt. Es kostete mich wahrlich Mühe. Nun, wir werden sehen. Ich denke, in der nächsten Zeit wird es etwaige Umstrukturierung im Mittelreich geben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Darpathien ist in großer Gefahr. Selbstverständlich. Wir haben ebenso Truppen entsandt. Einige Schützen, ein paar Kavalleristen, die wir ich glaube, die Schlacht wird um Wilhelm herumtoben, die wir dort einsetzen werden. Es ist also auch selbstverständlich an unsere Ohren gedrungen. Vielleicht wäre es möglich, auf diesem Umweg Einfluss auf die Rapen uns zu nehmen. Sie stehen den Thron sehr nah. Sehr nah. Rabenmund hat es schon zweimal versucht und nicht geschafft. Vielleicht wird es ein drittes Mal klappen. Wenn ihr meint, dass ihr die Ressourcen benutzen könnt, dann sichert euch gerne den Loyalitäten der Rabenmunds. Aber ihr solltet immer wissen, wie wir euch es auch damals schon kurz vor Pericum sagten. Vertrauen muss wachsen wie ein Apfelbaum. Es dauert lange, bis man die Früchte zehren kann. Die Früchte zu ernten ist nun an der Zeit. Ich denke, ich habe noch ein paar mehr Früchte in meinem Körbchen. Hagrobal. Er wird nicht allzu lange Prinz bleiben. Bald wird er ein Herzog sein. Der Norden. Um den Norden kümmern wir uns ebenso. Dass ihr Verbindungen zu Hagrobal geknüpft habt. Ich vermute eher eine Hinterlist von ihm diesbezüglich gegen die Horasier. Ihr solltet euch also auf dieses Spiel nicht einlassen. Nun ja, ist das immer gut, einen zusätzlichen Pfeil im Köcher zu haben, nicht wahr? Man weiß nie, wo man ihn gebrauchen könnte. Das ist richtig, aber vergesst nie, auch die anderen haben ihre Spione. Das ist wohl wahr. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Ich denke, die weiteren Nachrichten werde ich im Depositorium 4 ablegen. Ihr wisst schon.
Zudem, ihr bekommt von uns einen weiteren Ring, Adeptus. Damit holt Landor, Gerano, Magister Magnus Compativus einen Ring hervor, der recht schlicht aussieht. Es gibt nicht mal einen Edelstein darauf. Es gibt einige Einschlüsse mit magischen Metallen auf der Innenseite des Ringes. Wenn ihr ihn aktiviert, dann könnt ihr von hier aus eine Nachricht in Richtung des Horasreiches senden. Ein Zauber der Bewegung von unseren Freunden aus Belhanka. Wie lang darf diese Nachricht sein? Ein kleines Pergament. Beliebig lang, aber es sollte in die Füßchen eines Botentieres passen. Oh, ich verstehe. Nun gut. Wir sprechen hier übrigens nicht von der schwarzmagischen Variante, sondern selbstverständlich waren wir in der Zauberwerkstatt und haben dort etwas modifiziert. Seit trotzdem, es sollten Nachrichten sein von Wichtigkeit. Eine im Monat. Ich verstehe. Na gut. Danke für eure Depesche. Wir werden sie durchgehen und uns dann bei euch melden. Soll ich euch irgendwo absetzen? Bringt uns wieder zurück zur Herberge. Ja, ich würde sie dann zurück zur Herberge bringen. Sie hinauslassen. Mich nochmal beiden bedanken und verbeugen. Wir hören voneinander. Und wo dann zurück in die Kutsche steigen und zurück zu Frau Prutz. Da den Kutscher bezahlen. Gut bezahlen, sodass er alles vergisst. Alles vergisst und ja, wieder reingehen und mich ins Bett legen, als wäre nichts passiert. Natürlich, sehr müde. Den Ring würde ich vorher an einer bestimmten Stelle ablegen, damit ihn niemand, wirklich niemand findet. Wo möchtest du ihn denn verstecken? Am Körper? Nein, es gibt in der Scheune eine Tür. Diese Tür ist ausgehöhlt, sodass, wenn man sie öffnet und aushängt, in dem Futter der Tür sozusagen ist ein Hohlraum. Und dort kann man bestimmte Sachen ablegen. Okay. Und dass man die oben verschließt, also wenn man die oben verschließt sozusagen, diese Tür wieder, aber die Tür verschließt, ist nicht, offen, nicht zur Kenntnis. Ja, da sucht keiner. Also auch nicht mal Ömer würde da suchen. Gut, das wollte ich nur wissen. Am Körper wäre das nochmal was anderes. Nee. Gut. Dann sind die Feierlichkeiten, die Festivitäten natürlich etwas vorangeschritten. Ich glaube, der Hochkönig hat wieder gute Laune, trinkt da dann sehr viel mit Raphim. Wollen die anderen irgendwas tun? Ist Luther von Wertlingen hier? Luther von Wertlingen ist da. Trinkt wenig, vor allem verdünntes Bier, damit er nicht so sehr stark alle alkoholisiert ist und sitzt da wohl mit ein paar anderen Campen zusammen. Mit denen er sich wohl relativ gut versteht. War er eigentlich beim Turnier? Also beim Zweihandwaffenkampf? Bei den leichten Waffen hätte er mitkämpfen wollen, schwere Waffen nicht, ne. Ja, ich setz mich dann mal. Also ich gehe jetzt mal hin, ich ihm zu und setz mich dann zu ihm. Ja, Greifenmund, schön, dass ihr hier seid. Ist gut, euch zu sehen. Nun, ihr habt es ja leider nicht bis zum Ende gebracht im leichten Waffenkampf, aber man kann es euch wohl nicht verübeln. Mich haben sie auch sehr früh rausgeworfen. Leichte Waffen. Da werden morgen noch die anderen Kämpfe für gefochten. Zumindest meines Wissens. Ich kann zwar den heutigen und auch den gestrigen Tage war ich etwas abwesend, aber. Ja, für mich hat das Turnier, glaube ich, sowieso gerade wenig. Ich bin etwas zerstreut, verzeiht. Turnier hin oder her. Meine Fähigkeiten brauchen keinen Test. Was sind das denn für Softkumpanen, die er hier hat? Vor allem irgendjemand, irgendwelche Leutnante, Oberleutnante, Hauptmänner aus der Armee. Nun, ihr werdet doch aber sicherlich morgen beim Wagenrennen teilnehmen. Ja, zumindest hatte ich das vorgehabt. Ich habe zwar einen Wagen und doch seit längerer Zeit ist dieser... Ich hätte ihn fast mehrfach füllen können. Ob ich aber allerdings wirklich morgen antrete, schauen wir mal, wie meine Kopfschmerzen
besser werden oder nicht. Nun wisst ihr, ich hatte vor nicht sehr viel Zeit sogar die zweifelhafte Ehre, gegen euren Vater antreten zu dürfen. Du merkst, wie sich sein Gesicht so ein bisschen verfinstert und die Augenbrauen zusammenschieben. Achso, verzeiht. Verzeiht, ja, ich hatte euch noch in die verfluchte Stadt geschickt. Ja. Ja, ihr habt da dort im Turnier der schwarzen Sonne geritten, richtig? Richtig. Ja, ja. Nun nicht. Verzeiht, ich werde bei dem Thema immer etwas allergisch. Verständlicherweise. Ich hatte jedenfalls gehofft, eigentlich dieses noch ungleich göttergefälligere Turnier an eurer Seite bestreiten zu können. Ja, wie gesagt, mein Wagen ist seit einiger Zeit schon besetzt mit guten Freunden von mir. Die erwarten, dass ich nun ja als... Immerhin habe ich ja auch irgendwie mit Raedri Conchubair gefochten und... Lassen wir das. Wie gesagt, tut mir leid, ich habe bereits einen vollen Wagen. Selbstverständlich. Versprechen muss man halten. Vielleicht werden wir uns dann ja morgen als Kontrahenten gegenüberstehen. Ich hoffe es doch sehr. Ich bin mir sicher, ihr werdet ein besserer Fahrer sein, als euer Vater es war. Das bezweifle ich. Schauen wir mal, wie viel ich von ihm mitbekommen habe. Ich hoffe, dass der Apfel weit vom Stamm fällt. Hoffen wir es, oder?